könnten Sie uns kurz berichten, wann Sie das letzte Mal persönlich mit Urheberrecht zu tun hatten? Mit Urheberrecht hatte ich, glaube ich, letzte Woche zu tun. Da ging es darum, in China ein urheberrechtliches geschütztes Werk als Urheberrecht anzumelden. Und da haben wir nachgefragt, ob jetzt die Eintragung erfolgt ist oder nicht. Und was ist das für ein Werk zum Beispiel? Wir haben eine sehr innovative Verpackung entwickelt, die sogenannte Städtler-Box. Das ist eine Box, kann ich dir mal zeigen. Kann man aufklappen und dann auf dem Schreibtisch stellen und wieder zuklappen. Die Produkte, die drin sind, die Schreibgeräte, sind da sehr gut geschützt. Das ist als Patent unter anderem in Deutschland geschützt, aber ist auch ein urheberrechtliches Werk. Und das haben wir dann in China entsprechend angemeldet und soll jetzt eingetragen werden. Und wie schützen Sie sich denn, dass diese Box nicht nachgemacht wird, dass die auch wirklich bei Ihrem Urheberrecht bleibt? Also die Box schützen wir dadurch, dass es für diese Box Patentrechte gibt, für diese Box gibt es Gebrauchsmusterrechte, für diese Box gibt es Urheberrecht, das Copyright, für diese Box gibt es aber auch Markenrechte. Es ist zum Beispiel der Unternehmensnamen Städtler aufgedruckt, da sind verschiedene Produktnamen aufgedruckt und diese Produktnamen sind teilweise in 110 Ländern dieser Erde geschützt.